Hallo und herzlich willkommen bei deiner geführten Meditation zum Manifestieren. Du kannst diese Meditation immer dann nutzen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen mehr Hilfe, dich mit deiner Vision zu verbinden. Oder wenn du einfach das Gefühl hast, du möchtest dir ein paar Minuten Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Wann auch immer du diese Meditation hörst, begib dich an einen Ort, an dem du dich wohlfühlst. Das kann gerne deine Yogamatte sein. Es kann dein Bett sein, deine Couch oder vielleicht bist du auch gerade draußen in der Natur unterwegs und möchtest dich einfach mal kurz auf eine Parkbank setzen. Mach es dir gemütlich und such dir einen Platz, an dem du dich vollkommen wohlfühlst, an dem du dich vollkommen entspannen kannst. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit schenkst und dass du dir selbst etwas Gutes tun möchtest, dass du deine tiefsten Wünsche und Träume erfüllen wirst. Komm in deine Meditationsposition. Wähle einen Sitz, der für dich angenehm ist. Der Rücken ist gerade. Und dann stell dir mal vor, dass dich eine unsichtbare Schnur am Rücken nach oben zieht. Richte deinen Rücken auf. Und lass mit deiner Ausatmung deine Schultern ganz sanft nach unten fallen. Löse die Anspannung in deiner Stirn, schließ deine Augen. Löse die Anspannung in deinem Kiefer und löse deine Zunge von deinem Gaumen. Entspann dich hier und bring hier deinen Fokus mal auf deine Atmung. Nimm ein paar tiefe Atemzüge ein und aus durch deine Nase. Ein und wieder aus. Versuch mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr loszulassen. Ein Stückchen mehr hier bei dir anzukommen. Ein Stückchen mehr Verbundenheit mit deinem Körper und deinem Geist zu erlangen. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände hier gerne auf dein Herz und deinen Bauch legen, damit du hier ein bisschen mehr Verbundenheit spürst, damit du deine Atmung näher beobachten kannst. Oder du lässt sie ganz sanft auf deinem Schoß liegen, drehst die Handflächen nach oben, um zu signalisieren, dass du bereit bist zu empfangen, dass du dem Universum die Möglichkeit geben möchtest, dir zu senden, was es dir senden möchte. Denn egal wie unterschiedlich unsere Wünsche auch sind, wir alle haben eines gemeinsam, nämlich dass unsere Gedanken und Gefühle entscheiden, wie und ob und wann diese Gefühle, diese Wünsche Realität werden. Denn unser Denken bestimmt die Welt um uns herum. Es bestimmt, wie wir sie wahrnehmen und was wir in unser Leben ziehen. Die Gedanken und Gefühle, die wir in die Welt senden, sie sind wie ein unsichtbares magnetisches Feld. Und damit ziehen wir an, was wir anziehen wollen. Damit senden wir aus, was wir aussenden wollen. Lass also mal alles los, was dir nicht länger dient. Lass all die Zweifel, die Unsicherheiten, die Ängste los. Mit jeder Einatmung tankst du ein bisschen Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht, dass du die Macht hast, die Kraft, all dies zu empfangen, das du dir für dein Leben wünschst. Was ist es, das du dir vom ganzen Herzen wünschst? Was kommt hier bei dir hoch? Was lässt dein Herz höher schlagen? Deine Energie ein bisschen höher pulsieren?
Oft haben wir Angst davor, dass unsere Ziele und Träume zu groß sind, zu unrealistisch. Wir haben Angst, Fehler zu machen. Und es hindert uns daran, unsere Träume zu verfolgen. Und es hindert uns daran, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was wir verdienen. Und ich möchte dich dazu einladen, für die nächsten Minuten deine gesamte kostbare Aufmerksamkeit nur dir zu schenken. Sie auf deine tiefsten und ehrlichsten Wünsche zu widmen. Bring deine ganze Aufmerksamkeit auf deinen Traum, auf dieses Gefühl, wie du dich fühlen wirst, wenn du ihn erreicht hast. Auf diese Realität, in der du all das, was du dir so sehr wünschst, bereits erreicht hast. Wie fühlt es sich an, wenn es keine Unsicherheiten oder Ängste gibt? Wenn es keine Hindernisse auf dem Weg gibt und du es ganz einfach und mit Leichtigkeit erreichst? Wenn dieses Ziel bereits deines ist? Wenn es all diese Ängste, diese Zweifel nicht geben würde, wie würdest du dein Leben gestalten? Was würdest du dir wünschen? Was wäre das, was du dir in dein Leben ziehst? Vertraue darauf, dass du all das haben kannst, was du verdienst. Dass alles möglich ist. Dass du all das, was du brauchst, bereits in dir trägst. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen. Wenn Gedanken aufkommen, die gerade nichts mit deinem Traum, deinem Wunsch und dieser neuen Realität zu tun haben, dann lass sie einfach vorbeiziehen, vorüberziehen wie Wolken. Schau sie dir kurz an, nimm sie kurz wahr und schick sie dann weiter auf ihrem Weg. Wenn du möchtest, kannst du folgendes Mantra wiederholen. Gerne leise in deinem Kopf oder direkt auch mitgesprochen. Wenn du möchtest, kannst du aber einfach nur zuhören. Es einfach nur wahrnehmen. Ich erlaube mir, alles zu empfangen, was ich mir wünsche. Ich liebe mein Leben. Ich erlaube mir, alles zu empfangen, was ich mir wünsche. Ich liebe mein Leben. Ich erlaube mir, alles vom Leben zu empfangen, was ich mir wünsche. Ich liebe mein Leben. Lass dieses Mantra gern auf dich wirken. Wiederhole es ein paar Mal in deinem Kopf. Genieß das Gefühl von Vertrauen, von Glück und Zufriedenheit, Dankbarkeit, sich in deinem Körper breit macht.
Ich erlaube mir, alles vom Leben zu empfangen, das ich mir wünsche. Ich liebe mein Leben. Dann bring ganz langsam und achtsam deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu dir, zu deinem Atem. Atme tief ein und lang und vollständig wieder aus. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände nun wieder auf dein Herz oder deinen Bauch legen. Dich noch ein letztes Mal mit dem Gefühl deiner Atmung, dem Aufnehmen von Energie, dem Loslassen von all dem, was du nicht mehr brauchst, verbinden. Atme tief ein und nochmal aus. Und dann beginn damit ganz langsam und behutsam deine Finger und deine Zehen zu bewegen. Atme tief ein und richte dich ein Stückchen auf. Atme aus. Nimm hier noch ein paar letzte, wohltuende Atemzüge. Gönn dir noch ein paar Sekunden Ruhe, ein paar Sekunden Zeit für dich. Bleib nochmal hier ganz im Moment und spür nach. Spür das Gefühl in der Verbundenheit, die Wärme in deinem Körper. Und mit der nächsten Einatmung, wenn du soweit bist, wenn du aus der Meditation heraus möchtest, dann öffne ganz sanft deine Augen und komm zu dir. Bring gern deine Hände vor dein Herz, verneig dich vor dir selbst. Denn der Schlüssel zu deinen Träumen, der bist du. Und alles, was du dir wünschst, ist bereits da, es ist bereits in dir. Denn alles, was du brauchst, das hast du bereits. Namaste.